Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Wir haben den 28. August 1862. Ihre Hauptarmee versucht, Jacksons linken Flügel der Rebellenarmee nördlich von Manassas bei Stony White einzukesseln. Unsere Speer haben gemeldet, dass Longstreet mit dem rechten Flügel von Westen marschiert, um sich Jackson anzuschließen. Wir müssen Jackson angreifen und vernichten, bevor Longstreet sich ihm anschließt. Ja, das versuche ich jetzt gar nicht zu lesen. Ich nenne es einfach Gap, ist eine gute Position, um den Vorstoß von Longstreet aufzuhalten oder zu verzögern. Die Hauptarmee geht für den Hauptangriff in Position. Daher bleibt ihnen nur etwa eine Division. Ja. Ich glaube, ich habe schon den Truppenteil fast komplett. Darum konnte ich gerade noch mal aus Washington Geld ordern. Hatte eh noch genug Punkte und dann habe ich mir glatt noch mal ein paar Brigaden gekauft. Aber da die Offiziere nur strunzendumm sind und auch keine Erfahrung haben, sind da reihenweise 1000 Mann. Männer. Ich sehe gerade. Das zweite Korps hat 5 Kanonen. Und ich glaube, das dritte Korps, weil die sind infanterielastig. Hier mache ich mal artillerielastig vielleicht. Könnte man jetzt eh so gerade gebrauchen. Aber na gut, ich könnte auch erstmal dieses zweite Korps benutzen, damit das mehr Erfahrung bekommt. Ja, da haben wir mehr Kanonen. Ah, ich nehme trotzdem Heinrich, komm her. Und Start. Wie viele Truppen hat der denn überhaupt? Ganz kurz. 21. Ich glaube, Heinrich hat einfach mehr die Einheiten, wo so 2000 Mann drin sind. So, General, unsere Vorposten melden, dass Longstreet sich nähert, um The Gap zu überqueren. Das Gap zu überqueren. Ihre Mission ist es, ihre Truppen aufzustellen und die Rebellen mindestens 3 Stunden lang aufzuhalten. Hindern Sie sie daran, den Übergang zu erreichen. Das heißt, wir müssen uns in den Wäldern verstecken. So. Ja. Nö. Ich verzichte, ich mach's wirklich nie. Aber ich verzichte doch hier gern mal auf meine Kavallerie und hätte mal gern kein Hühnchen mehr dabei. So, dann haben wir hier mit, das ist der Beste, ist der Schäfer. Schützen, schützen, schützen. Ich nehme trotzdem noch mal den noch mal raus. Und ich hätte gern noch mal die anderen Kanonen, so dass alle 4 Kanonen von General Heinrich dabei sind. 2 hätte ich nämlich gern hier in diesem Wald. Vielleicht doch ein bisschen weiter weg. So. So, dass wir hier noch Truppen hinpacken können. Und euch muss ich leider gleich hier am Rand stellen. Und dann soll der Spaß doch beginnen. Heinrich bleibt erstmal hier. So, dann haben wir hier auch gleich Truppen. Ein Wallace. McDowell. Und da kommst du hierher. Schützen. Wallace, weiß ich gar nicht, was das ist. Ich sehe auch, glaube ich, nicht mehr die Stärke da. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich denke, könnte Nahkämpfer sein. Wenn nicht, ist er jetzt Nahkämpfer. Dann geht Wickham noch darüber. Und der Schwächere kommt hierher. Dann sage ich Start und ich sage Pause. So, Kanönchen mit Hühnchen hätte ich gerne hier in diesem Wald. Bitte gib Gas. Du kommst dahin. So, ich glaube, Schäfer, du kriegst hier am meisten Druck. Darum packen wir dich da mal hin. Du kommst dahin. Und der Schwache, ich hoffe, die kommen hier nicht rüber. Kommt hier.
Ja, was hast du an Deckung? Euch möchte ich doch am liebsten noch ein bisschen vorziehen. Wallace dahin. Du vielleicht dahin. Dass, wenn sie hier langkommen und die Kollegen unter Druck geraten, dass die von hinten ankommen und ja, den Kollegen helfen. So ist mein Plan. Ob das was wird, weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen. So, dreh dich mal ein bisschen. Wickham. 100% Deckung. Und wenn ich dich noch ein bisschen verziehe, dann kannst du ja quasi, die Kanone kann kommen. Und die Kanone schiebe ich auch nochmal vorher. Ein bisschen vor. Na, jetzt würde es vielleicht doch Sinn machen, hier auf der anderen Seite Speer zu haben. So, 93 Wald, sage ich mal, halt. Alt. Old. Sobald sie im Fluss übertreten, tot. Schäfer. Ich hoffe, du hast da auch einen schönen Wald. Können natürlich noch von der Seite kommen. Warte mal, gib mir mal Fußtruppen. Die können ja überall rüberkommen. Die Schlawiner. 88, weil ich bin hier noch nicht so bei euch. Ich steck dir mal ein bisschen den Buckley doch mal ein bisschen hier zur Seite. Wichtig ist, alle Einheiten müssen getarnt sein. Das sind sie. Und kann ich den Leuten das Feuern verbieten? Theoretisch ja. Und das mache ich auch mal. Oh, ich kann nicht allen auf einmal das machen. Sag einfach mal, nicht schießen. Nicht schießen. Ich möchte, dass sie hier über den Fluss treten. Euch lasse ich. Nee, warte mal. Da auch nicht schießen. Erst wenn wir den Feind sehen. Oder er uns sieht. Erst dann wird geschossen. Und ich habe die hier nur vorgepackt, wenn ich sie weiter da hinten hinpacken würde, habe ich Angst, dass sie in den Wald kommen und ich ein Problem habe, die aus dem Wald zu kriegen. Jetzt eine Kavallerie oder Plänker? Plänkler. So, Hutz Division greift an. Ah, der Schlawiner kommt von der Seite. Oh, damit habe ich schon mal nicht gerechnet. Dass sich da jemand echt so den Umweg macht. Longstreet kommt auch von dort. Ah, muss ich doch umdenken. Wie weit? Du wurdest gesichtet. Scheiße. Dann darfst du feuern. So. Dann komm du schon mal näher. Und ich ziehe Wickham schon mal hier hin. Lauf. Schießen. Schießen. Scheiße, der Wald hier. Ihr dürft auch schießen, meine Freunde. Jetzt sind die nämlich im Wald drin. Das ist doof. Na, Kanonen da drauf.
Los, Feuer! Ich hätte ihn doch mehr hier außen packen sollen. Na los da, töte den. Na, kommt man nicht ran, ne? Na, kommt ein bisschen ran da. So, dann auf die feuern. So, halt mal die Füße still. Die laufen auch. So gut wie. Die kämpfen mir ganz schön hart. Und halt. Oh, welche Kanonen schießen denn auf McDowell? Ich überlege gleich, da in den Nahkampf zu gehen, damit die Wecker abhauen. Ah, der will übersetzen. Der Hut, der muss einen auf die Nase kriegen, verdammt. Der will hier raus. Okay, zurückziehen. Er läuft, fantastisch. Nee, ich meinte, ich wollte langsamer gehen. So, jetzt kommt er nämlich wieder vor. Das heißt, ihr dürft wieder laufen. Schräg ran. Und die Leute gleich in den Rücken fallen. Kanonen treffen sich da hinten, ja, könnten wir treffen. Na, die Wallace-Schützen schicke ich jetzt nicht hinterher. Und die stecke ich da hin. Mal ein bisschen wieder in den Wald zurück, Rickham. So. Hier hinten sind Einheiten. Feuer. Rickham, beweg dich. Ach du Scheiße. Zurück. Scheiße. Nein, wir gehen kämpfen. Die schießen uns da vorne aus dem Wald.
Das ist doof. Wir brauchen noch Verstärkung, ey. Eine Munition mit da hinten. Ich schick den Wagen mal hin. Und werde ich um auf den da. Und du gib mal Gas. Brauche ich hier hinten. Ah, die werden geflankt. Kanonen. Darauf. Wir müssen immer noch aushalten, ey. Verfickte Scheiße. Ach, Kanonen da auf Hand. Ah, Scheiße. Halt, wir haben keine Zeit dafür. Na, er läuft. Ich muss die Kanonen zurückziehen. Oder? Ja, warte mal. Nein, 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 mach es nicht. Halt! Zurück! Feuer! Feuer! Heinrich, hol ihn dann zurück, den Wallace. McDowell, Feuer! So, nicht danach sitzen, die da holen. Ihr vielleicht, da Feuer. Lauf. So, Wallace ist wieder da. Los, zurück, Mann. Haben wir. Jetzt die Kanone auf die nächsten. So, haben wir. Weiter. Auf den da. Terrell, zurück in den Wald. So, jetzt haben wir hier eine klare Linie. So sieht es doch schon mal schicker aus, hier mit einer klaren Linie, ne? Müssen nur mal aufpassen, dass wir von hinten keinen auf den Sack kriegen, aber ansonsten... So. Wäre natürlich super, wenn der da hinten fällt. Jetzt kommen sie mich von da überall. Hier. Da drauf. Kommen wir aus dem Wald wieder. Oh, da kommt der Nächste. Der Cox. Ich habe Angst, dass die da alles platt machen, die Schweine. Komm du hierher. Oder hier auf die, der ankommt, die ankommt. So, ihr müsst leider auf den da schießen. Noch ein Stück zurück. Okay. So, jetzt hier schön von der Seite. Die laufen, das ist super. Wenn ich den Hand noch zum Laufen kriege, das wäre auch toll. Alle auf Hand. Los, Schäfer, da schön seitlich jetzt. Komm mal ein bisschen zurück. Läuft. So, nochmal ein Stück näher ran.
Dass du auf den da kommst. So, und schon läuft er. Jetzt kannst du auf den Wickox da, oder wie er hieß da, den da als nächstes. So. Nein, 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 schön aufstellen, mein Freund. So, Kanone auf den Law, damit er gleich wieder rennt. .033. Ah, formieren sich. Ich überlege, ob ich jetzt Schäfer mal von der Seite kommen lasse. Ich bin jetzt da mal rüber, mal gucken, was passiert. Zurück. So, jetzt ist da ihre Mitte ein bisschen ausgelaugt, aber unsere wird angegriffen von hinten. Scheiße. Das ist jetzt das Doofe, wenn man keine Kavallerie hat. So. Heinrich, komm mal rüber. Okay. Schäfer hat ihn da verjagt. Schäfer wird ihn jetzt jagen. Hier. Beide. Der müsste auch gleich Geschichte sein da in der Mitte. Er will Rache, du kommst wieder hierher. Ich warte, bis die geschossen haben. Haben die geschossen? Charge. So, jetzt kannst du mal ein bisschen weiter mit dem mal eliminieren. Und da kommen schon die nächsten, die eliminieren. Und du komm mal hier weiter rein. Hier auf die Dritte. Und wir beenden, bevor wir noch mehr Leute verlieren. Wir haben, oh, ich hatte gerade 9000 Mann verloren. 1000 Mann verloren. Ja, wir haben die Mission erfüllt, aber hier oben hatte ich das doch ein bisschen unterschätzt. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie so ganz cool einfach durch die Mitte laufen und dass wir die ganz einfach billig in der Mitte töten. Aber da habe ich mich leider hat leider nicht so funktioniert, das wäre so schön gewesen. Ich habe extra so, dass keiner schießt. Ich habe gehofft, dass sie alle durch die Mitte kommen. So, denken so, Larifari, ist doch ein schöner Tag. Und dann alle auf einmal Feuer, Feuer, Feuer. Solche Hinterhalte habe ich gerne bei Total War gemacht. Naja,
geht hier leider nichts. Die Schlacht ist aber gewonnen, das ist wichtig. 1000 Mann nur verloren. Und dann sage ich mal, hier ist ein schöner Reihengewinn, oder? 1000 Mann verloren und das kommt neu dazu. Schön, schön. Das ist wirklich schön. Brauche ich noch nicht Truppenteil eigentlich, aber ich bin jetzt auch langsam überlegen, ob ich nochmal auf Medizin gehe. Medizin und Nachschubwesen, werde ich nicht voll aufballern. So wie Politik, ich glaube, Politik reicht Stufe 5, oder? Gleich erstmal. Ja, Medizin bringt ja auch erst später was. Also auf jeden Fall Truppenteil mache ich noch voll, aber nicht dieses Mal. Ich mache nochmal auf Medizin. Medizin, Nachschubwesen, Politik. Ich weiß gar nicht, ob ich da eins hochballern sollte, komplett. Ein bisschen mehr Nachschub, ein bisschen mehr Leute, die zurückkommen, weil sie prozentual geheilt werden. Und ein bisschen eh mehr Truppen. Wir kriegen ja dadurch eh mehr Truppen, ne? Einkommen wird rekrutiert 12%. Ach, was weiß ich. Ich mache mal das einmal mal. Mal 15%. So, bevor ich jetzt bei Medizin anfange, kann ich auch das Ganze bei Politik reinstecken. Dann scheiß auf die Verwundeten, dann kriegen wir neue. So, übernehmen. Beim nächsten machen wir mal Truppenteil. So, jetzt werde ich mal offscreen wieder ein bisschen Leute. Ich habe hier noch ganz viele Leute, die haben keine Erfahrung. Die sind, keine Ahnung, Major. Die können halt nicht viel, ne? Das ist, wenn ich hier so viele Grünschnäbel reinpacke, na gut, hier 2000. Dann machen wir minimal. Das kann ich noch verkraften ohne Veteranen. Ich bin noch zu geizig. Die Blauröcke sollen das mal schön hier mal, ne? Erlernen. Na gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.